Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Eat der Vernaschte Welt Snackbox, die ich wieder hier habe. Das ist diesmal die Juli-Version. Leider etwas verspätet, tut mir leid. Die nächste Box, also August, habe ich auch schon eigentlich hier. Aber damit warte ich jetzt doch noch etwas. Und daher würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an mit der Juli-Box und öffnen die ganze mal und schauen uns an, was uns dieses Mal erwartet. Dein monatliches Abenteuer beginnt jetzt. Kanada. Hört sich doch schon mal ganz gut an. Mal etwas anderes. Hi, ihr Naschkatzen. Wir nehmen uns diesen Monat die berühmte kanadische Höflichkeit als Vorbild und präsentieren euch mit großer Freude die neueste Snackbox. Oh Canada, our home and nation and native land. Geht mit uns auf eine Reise durch Kanada und bestaunt die wunderschöne Landschaft Nordamerikas. Hört sich gut an, eh? Natürlich sind auch wieder die leckersten Süßigkeiten am Start. Süß, würzig und fruchtig, alles dabei. Genießt den Kurztrip in die weite Welt. Vernasch Kanada. Größte Stadt ist Toronto, Montreal und Vancouver. Die Hauptstadt ist Ottawa. Sprache ist Französisch und Englisch und Einwohnerzahl 37,6 Millionen Leute. Typisch kanadisch: Höflichkeit, Natur, Eishockey und Poutine? Keine Ahnung, was das hier ist. Poutine. Nicht Putin, aber Putin. Gut. Ja, wie immer, Fun Facts. Kanada hat mit 202.080 Kilometer die längste Küste der Welt. Kanada ist das erste Land der Welt, das speziell für UFOs einen Landeplatz geschaffen hat. Okay, kann man machen, muss man aber nicht. Wenn man einen Brief an die Adresse Nordpol H0H 0H0 Kanada schickt, erhält man einen Brief vom Weihnachtsmann zurück. Sollte ich mal austesten? Es gibt ein Gefängnis für Eisbären, die unerlaubt in Häuser einbrechen, um Nahrung zu suchen. What? Pizza Hawaii kreierte tatsächlich ein Mann aus Ontario. Und die Niederlande schickt jedes Jahr tausende Tulpen nach Kanada. Wie immer Routenplaner, Vancouver und so weiter und so fort. Und dann kommen hier auch schon die Snacks. Das schauen wir uns gleich an. Dann hier noch die schöne Postkarte. Sieht ganz schön aus. Könnte auch fast die Schweiz sein. Und dann geht's hier auch schon los. Ich sehe hier schon Chips. Sagen wir, starten doch einfach mal mit den Ruffles. All dressed. Alter. Ja, jetzt kommt natürlich Französisch. All dressed Saisonnes. Wahrscheinlich Chips mit Paprika, Salz und Zwiebelgeschmack. Potato Chips. Ja. Mal schauen. Riecht nach Paprika-Chips. Ganz normale Chips, nichts Besonderes. Sind ganz gut. Kann man essen, finde ich gut. Chips gehen sowieso eigentlich fast immer. Das tue ich mal beiseite. Und ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal an, was es für Chips überhaupt sind. Ruffles, Kanadas Liebling. Krosse Kartoffelchips mit Salz, Paprika und Zwiebeln. Wie ich gesagt habe, etwas Süßes, Salziges und Herzhaftes in einer Tüte. Finde ich gut. Kann man machen.
Dann geht's gleich weiter mit den Sun Chips. Multigrains Garden Salsa Flavor. Salsa Jardiniere. Okay. Die sehen hier so aus. Mit Salsa Flavor. Mal schauen, ob ich das gut finde. Riecht etwas speziell. Das sind hier solche Chips. Sehen recht groß aus. Ja, doch. Sind auch ganz lecker. Etwas süßlich im Geschmack und würzig. Finde ich gut. Kann man essen. Im Heft steht dazu Sun Chips. I'm walking on sunshine. Welliger Vollkornsnack mit würziger Note. Sonnige Zeiten in Aussicht. Kann ich bestätigen. Finde ich gut. Kann man essen. Goldfish Baked Snack Crackers Mini Cracklins Cute Au revoir. Ja. Cheddar. Okay. Solche kleinen wie heißt's? Fische aus Chips kennt man hier auch. Allerdings nicht mit Cheddar-Geschmack. Käse bei Chips finde ich eigentlich manchmal nicht so lecker. Aber mal schauen. Riecht schon mal sehr streng nach Käse. Sehen so aus, die kleinen Fischchen hier. Okay. Das kann dann wohl die Kamera nicht einfangen, wie es aussieht. Solche kleine Fischchen. Naja, geht jetzt so. Aber noch etwas eine interessante Konsistenz. Finde ich jetzt nicht unbedingt so lecker. Aber gut. Goldfish Cheddar. I see a goldfish. Knusprige Fische mit intensivem Cheddar-Geschmack. Perfekt für alle Käsefans. Ja, Käse wäre eigentlich gut. Aber mit Chips kombiniert, naja, geht so. Haben wir noch etwas Salziges hier drin? Scheint mir nicht so. Dann würde ich sagen, fahren wir weiter mit dem Crispy Crunch. Ein Riegel mit keine Ahnung was drin. Ja, sieht so aus das Ganze. Ein großer Schokoriegel. Okay. Interessant verpackt. Nichts Besonderes. Einfach ein Schokoriegel, wie man es eigentlich kennt. Riecht sehr streng nach Kakao. Ich glaube, hier ist Erdnussbutter drin.
Und das mag ich leider gar nicht. Naja, von innen sieht der ganze Riegel so aus. Schokolade umhüllt, irgendwie so eine weiße Schicht draußen und drin. Wahrscheinlich Erdnussbutter. Finde ich persönlich jetzt nicht so gut, aber bin jetzt auch nicht so der Erdnussbutter-Fan. Daher lege ich das mal beiseite und schaue mir mal an, was hier im Heft dazu steht. Cadbury Crispy Crunch. Leckere Waffeln mit Schokolade und perfekten Crunch. Okay, hier steht nichts Besonderes. Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Erdnüsse, modifiziertes Palmmilchbestandteile, Kakao und gesüßte Schokolade. Eben wahrscheinlich Erdnussbutter in der Mitte. Bin ich jetzt nicht so der Fan. Aber gut. Hier hätten wir auch noch die Twix Cookie and Cream haben können. Würde ich wahrscheinlich besser finden. Aber gut. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir bleiben doch mal gleich bei der Schokolade. Mit M&M's. Leider auch wieder mit Peanut Butter, wie es aussieht. Aber ich versuch's trotzdem mal. Wenn man es aufkriegen würde. Sorry für die Geräuschkulisse. M&M's, ganz normal, wie man sie kennt, klein, rund und ein M drauf. Naja, geht jetzt so. Wie gesagt, Erdnussbutter und ich sind keine Freunde. Süßig und salzig gemischt. Na. Gut. Ich trinke mal einen Schluck. Finde ich jetzt nicht so gut, aber muss jeder für sich selber wissen. M&M's Peanut Butter. Natürlich haben wir auch an unsere Erdnussbutterliebhaber gedacht. Bunte Schokolinsen mit Peanut Butter Füllung. Dann finde ich die richtigen M&M's viel besser. Okay. Mhm. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal weiter mit den Airheads, Bitties, Bounties, Original Fruit. Sind wohl so kleine, süße, runde Linsendinger. Mal schauen. Mit verschiedenen Geschmäcken. Solange jetzt nicht diese hässlichen, heißen sie nochmal, diese Bohnendinger sind, die man kaufen kann mit verschiedenen Geschmäcken, die richtig hässlich sind. Sind solche kleine Bälle mit Zucker übergossen. Riecht sehr fruchtig. Thank you.
sind eigentlich Skittles einfach eine andere Marke. Also von daher recht lecker. Wenn man Skittles gerne hat, finde ich gut. Werde ich auf jeden Fall behalten. Airheads Bites. Das Paradies erwartet euch. Kaubonbons mit tropischen Geschmacksrichtungen. Kleine Paradiesbisse. Kein Reisepass erforderlich. Finde ich gut, fruchtig und lecker und süß. Dann geht's gleich weiter mit Nerds Candy Gummy Clusters. Tangy and crunchy outside, sweet and gummy inside. A large to show texture. Die sehen richtig crazy aus. Scheinen wohl auch so etwas ähnliches wie, sie, wie diese Airheads zu sein. Nur mit Crunchiness draußen. Mach ich doch gleich mal auf. Okay. Boah. Dieser Duft kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Das Ganze sieht so aus. So kleine Bälle mit Gummi in der Mitte. Okay. Der Geschmack ist recht interessant, würde ich sagen. Das Crunchy outside finde ich eigentlich lecker. Allerdings das süße Gummi-Innere ist nicht so meins. Speziell, finde ich speziell. Nerds, Gummy Clusters. Naja. Nerds, fruchtige Mini-Draggies, innen ein süßer Kern aus Gummi, ideal zum Teilen. Ja, war jetzt nicht so meins. Und dann haben wir noch, alles klar Kinder, Captain! Krabby Patties SpongeBob SquarePants, Gummy Candy. Wahrscheinlich einfach Hamburger in süßer Form, wie man es kennt, von SpongeBob Schwammkopf. Ja, kleine süße Hamburger sind einzeln so verpackt. Haben jetzt wahrscheinlich nicht groß einen anderen Geschmack als die normalen Hamburger, die man hier kaufen kann. So, nehmen wir das mal raus. Und hier haben wir den berühmten SpongeBob Schwammkopf Krabbenburger. Riecht sehr intensiv und süß. Wahrscheinlich Marshmallow und Gummibären, würde ich sagen.
Kann man machen, muss man aber nicht. Finde ich jetzt nicht unbedingt so speziell und lecker. Gummy Krabby Pedial Candy. Etwas für unsere SpongeBob-Fans. Kleine Fruchtgummis in Form eines Hamburgers. Einmal selbst einen Krabbenburger zubereiten. Naja. Finde ich jetzt nicht unbedingt so gut. Und dann haben wir hier zu guter Letzt Bubbly Sparkling Water Beverage Grapefruit Bubbly. Eine Dose mit Sparkling Water Grapefruit Geschmack. Schön in Pink gehalten. Die Dose finde ich eigentlich sehr anschaulich. Mal schauen, ob es auch lecker ist. Wow. Okay, Grapefruit-Geschmack riecht man schon raus. Holy moly. Oh. Boah. Okay, sehr sparkling water. Und man muss wissen, ich hasse Wasser mit Kohlensäure. Boah, nee. Boah. Nee, finde ich gar nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Oh. Einfach nur Wasser mit Kohlensäure. Leichtem Grapefruit-Geschmack, der auch noch bitter ist. Nee, finde ich gar nicht gut. Bubbly Sparkling Water. Kann man von der Liste streichen. Finde ich gar nicht gut. Tut mir leid. Puh. Dann lieber eine frische Coke. Besser. Bubbly Sparkling Adventure. Erfrischendes Sprudelwasser. Entweder mit Erdbeer, Grapefruit oder Limettenflavor. Hier hätte es jetzt also auch drei verschiedene Auswahl gegeben. Ja, großen Ganzen würde ich sagen, war die Kiste jetzt eigentlich ganz okay. Vor allem die salzigen Snacks finde ich sehr gut. Abgesehen von den Goldfischen hier, die sind naja nicht wirklich so mein Favorite. Aber die anderen Thai Chips hier, die Sun Chips und auch die Ruffle Chips sind ganz gut, kann ich weiterempfehlen. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende angelangt von der Vernaschte Welt Snackbox Juli Version. Genau, noch schnell schauen, ob ich wirklich nichts vergessen habe. Also, dann würde ich sagen, das war's von dieser Vernaschte Welt Snackbox Juli Version Kanada. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Wird dann wahrscheinlich vorerst die letzte Snackbox sein, da ich eigentlich diese ganzen süßen Snacks hier gar nicht unbedingt richtig esse. Also, es bleibt zwar bei mir, ich schmeiß nichts weg, keine Angst. Aber ja, süße Snacks habe ich nicht immer so groß Hunger drauf. Von daher wahrscheinlich dann die letzte Snackbox vorerst für diese Filmreihe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!